Ach, so habe ich mir meine Teilnahme an einer Kochshow nicht vorgestellt. Ich dachte, mir würden die Erzen zufliegen. Es kommt ja noch eine Runde. Du kannst immer noch gewinnen. Aber Mr. Gore mag Frufis Essen so viel lieber. Aber deine Pizza fand er kreativ, weil du ihr deine persönliche Note verliehen hast. Äußerlich war sie ganz du. Ui, stimmt. Dann setz jetzt alles auf eine Karte und beeindrucke ihn mit einer einzigartigen Chefkoch-Remis-Kreation. Aber was ist, wenn niemand beeindruckt ist? Dann blamiere ich mich bis auf die Knochen. Ich weiß, das kann einem Angst machen, aber sei einfach du selbst. Und auch wenn du nicht gewinnst, hast du mit Liebe gekocht. Ich bin vielleicht nur ein Skelett, aber ich koche immer mit Liebe und Herz. Du bist ein ganz großartiger Sous-Chef und noch eine bessere Freundin, Vampirina. Los geht's, einmal Orangenschälen, bitte. Die Butter bitte, transsilvanische Tomate, Zaubergine, voilà! Mmh, riecht spuktakulär, Chef Kochemi. Das ist ein Gericht ganz nach deiner Art. Fehlt nur noch meine geheime Zutat. Alles klar, Köche. Bitte präsentieren Sie Ihre Gerichte. Wir zählen 3, 2, 1. Ich kredenze mein spezielles Lachsmus. Wahnsinn, wirklich sehr, sehr lecker. Ich präsentiere eine Original-Chefkoch-Remis-Kreation. Detonierende Ente à l'Orange. Ich garantiere eine 100%ige Geschmacksexplosion. Oh oh, hoffentlich steckt da nicht zu viel Chefkoch-Remis drin. Oh. Was ist denn hier los? So eine Reaktion hatten wir vorher noch nie. Ha, als du Geschmacksexplosion sagtest, dachte ich, hier würde echt was explodieren. Wow. Das war wirklich absolut wundervoll. Was für ein Gaumenschmaus. Diese Ente war ungewöhnlich köstlich. Ihr Wissen über Chemie muss außergewöhnlich beeindruckend sein. Chef Kochemi, du hast es geschafft. Tippt oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.